Manchmal fahre ich einfach durch die Gegend und da passiert einfach gar nichts. Und jetzt in jeder Ecke nisten die sich hier ein. Du hast da was Rotes. Eine blutige Nase, was? Ich hab da was Rotes. Ich hab rote Haare. Okay. Also ich weiß nicht, für was die Trophy jetzt war. Nein, du hast 561 Teile von Leichen geplündert. Boah, was? 561? Oha. Krass. Ach du Scheiße. Wie viele... Boah, was? Ich habe bestimmt schon viel mehr Leichen gekillt. Leute gekillt und die Leichen nicht geplündert. Leichen gekillt, ja, sehr, sehr schön. Auch was Rotes. Jetzt auch eine blutige Nase. Junge Frau, wir sollten mal über deine Veranlagung reden. 563. Was? Warum stehen da so viele Zahlen jetzt? Verwirrt mich. Was? 564, ja, ihr könnt mich mal. So, jetzt ist vorbei. Paschen an. Und da kommt der Ben auch noch. Wow. Sind das nicht 564? Wow. Mann, seid ihr wieder nett und toll. In Singleplayer-Spielen bin ich lootgeil. Ich auch, sieht man ja. Ich habe eine Trophy gekriegt. Durch drei geteilt. So, nochmal reingeschaut. Sind 541, die du sammeln musst. Ich höre leider nichts, aber ich stelle mir deine Reaktion einfach vor. Benny. Ich wollte auch einfach meine Zahl schreiben. Mhm, hast du jetzt gemacht. Der ist für euch. Habt ihr es gehört? Fühlt euch alle geschlagen. Ricky, ich bin am Melaqua Lake und ja, hier ist ein Camp voller Drifter. Kriegst du das hin? Ja. Ja, ich schaff das, die ein Ende. Klar schaffe ich das. Daneben schießen kann ich super. Also. Okay, dann mal los. Räumen wir hier mal auf. Sicher. Wo erst versteckst du dich, ja? Versteckst du dich denn? Boah, wie ich gerade schieße. Wie ein Gott. Nicht. Ja, da kommt Verstärkung. Ich sag, bitte. Bitte sag mir, dass das jetzt alle waren. Das ist noch mehr. Wo sie mich haut.
Ah ja, alles klar. Feuer frei. Es wird wehtun. Noch einer. Das war's. Oh. So, fertig. Warum bin ich hier? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich einen Streamer mache. Warum bin ich hier? Ah, jetzt sag ich Ricky, dass es erledigt ist. Ah, Ricky, erledigt. Das Driftercamp nördlich von Malakwa Lake ist ausgelöst. Heute soll es wohl nicht sein. Ja, ich sehe schon. Heute soll es nicht sein. Ich sag's Iron Mike und Skizzo. Ah, und sag Mitchell Bescheid, dass er jetzt da wieder draußen spielen kann. Ja, die da oben stand, können er ist noch jung, Dick. Naja, wenn er noch ein bisschen älter werden will, dann sollte er vielleicht lernen, wie man eine Waffe benutzt. Ja, da hast du recht. Ich werde mit ihm üben. Danke, Dick. Durch den Schlag ist meine Brille kaputt. Nein! Ich sehe es und renne trotzdem rein. Es ist schon wieder so genial. Was passiert mir in diesem Spiel andauernd? Es ist schon peinlich. Es ist echt peinlich. Dick, hörst du mich? Hier spricht Lost Lake. Komm. Nein. Hey, Mike. Was gibt's? Ricky hat gesagt, dass du das Drifter Camp ausgelöscht hast. Am Malakwa Lake. Ja, die werden uns keinen Ärger mehr machen. Ne? Hey, Mike, der Junge, Mitchell, er sollte da definitiv nicht rausgehen, wenn er nicht selbst auf sich aufpassen kann. Ja, verdammt, ich hab's so gesagt. Ich kümmere mich drum. Danke, Dick. Iron Mike, Ende. Nee, die Bärenfalle versteckt sich nur mal gut vor dir. Hey, Dick, kannst du kommen? Die lag mitten Ricky, im Weg. Ricky, du hast bestimmt wieder einen Job für mich, okay? Ich komme. Dicken Ende. Schon wieder? Können die mir nicht Aufgaben, weiß ich nicht, mehrere Aufgaben gleichzeitig verteilen, dass ich nicht immer hin und her fahren muss? Meine Benzin und so? Oh, Kreischer, ernsthaft. Jetzt hat die hier die ganze Meute geholt. Ja. Ich finde den Kreischer richtig ekelhaft. Ich habe kein Geld für eine neue Brille. Dann sei froh, dass deine Brille jetzt nicht wirklich kaputt ist. Schutz für die Schwachen. Ich glaube, ich mache erst das hier, bevor ich ins Camp zurückkehre. Warte, warum hat es jetzt das nicht markiert? Ich hatte es gerade wieder abgewählt, ne? Coole Dance-Moves. Ich habe noch eine Gamer-Brille. Ah, die mit diesem gelblichen Ton, ne? Ah, diese Gamer-Brillen gibt es auch mit Sehstärke, oder? Weil ohne Sehstärke würde ich sterben. Überall gegenrennen. Oh, was? Noch mehr? Ist ja wunderbar. Komm, stell dich doch mal, Junge. Okay. Voll ins Schwarze. Es war nur eine billige Gamer-Brille, aber ja, es hat Sehstärke. Ja, ohne Sehstärke würde mir das nichts bringen.
das liegt noch irgendwo. So ein Lied. Ich habe auch eine Desktop-App für dieses Gelb. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt was bringt. Ich weiß das nicht. Wäre nur gut, wenn man seine Augen ein bisschen schützt. Augen schon, ne? Ja, ich glaube, hier in Windows 10 gibt es das ja, ne? Ich habe irgendwas mal gesehen. Ich finde diesen Gelbton so widerlich. War das ein Bär? Ich bin schon wieder lang. Na, wie gefällt dir das? Oh mein Gott. Okay. Ich darf jetzt bestimmt nicht einfach dahin gehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mag blau. Ich schütze meine Augen, ich sitze weit genug vom Bildschirm weg. Das ist gut. Da filtert das blaue Licht raus, so werden die Augen weniger müde. Ja, es schont auch die Augen auf jeden Fall. Also, was ist los? Ich konnte ein paar Leute rekrutieren, die auch nicht so glücklich darüber sind, wie es so läuft. Und warum bin ich hier? Das wollte ich dir geben. Du hattest recht mit deiner Frau. Woher hast du das? Als Silver Lake evakuierte, holten sie Neuro-Personal, Regierungsbeamte und Sarah Irene Whittaker hatte eine Zugangsberechtigung der Klasse 4. Zugangsberechtigung? Deine Frau floh mit einer Aufklärungseinheit, östlich von Fort Rock. Bring mich hin. Nein. Nein? Komm schon, ihr habt Fahrzeuge. Wir sind doch alle Freunde. Die Basis ist weg. Was? Vor einem Jahr. Eine Milizgruppe. Milizgruppe? Wo ist ihr Camp? Wir wissen es nicht. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ihr habt Helikopter, ihr habt Satelliten. Irgendwo beim Crater Lake. Man kann da nicht fliegen, okay? Sie haben Außenposten, Raketen, Panzerfäuste. Crater Lake. Crater Lake. Ich wollte dir von unserer Arbeit erzählen. Von den Infizierten, die Freaks. Sie entwickeln sich weiter. So schlecht die Dinge jetzt sind. Es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. Yay! Es wird noch besser. Scheiße. Ach du Scheiße. Also wir sehen es ja schon anhand von den Brechern, den Kreichern und... ist ja furchtbar. Ja, mehr Tote, hi. Ja, ich glaube, wir sind einfach dann tot. Tolle Neuigkeiten. Ach, fahr zur Hölle, O'Brien. Mir ist die ganze Scheiße scheißegal. Boozer? Boozman, komm zurück! Ja, Deke. Hey, hör mir zu. Als wir vor einem Jahr bei Iron Mike waren, wollten wir nach Süden fahren, aber
Der Sentient-Pass war gesperrt. Wir kamen nicht durch. Er sagte, dass er noch einen Weg kennt. Deke, Iron Mike, er ist gerade nicht so gut auf uns zu sprechen. Hör mir einfach zu, hör einfach zu. Weißt du noch, was er gesagt hat? Iron Mike? Ja. Er brüstete sich damit, jeden Trampelpfad der Umgebung zu kennen. Er sagte, dass er Pfad kennt beim Mount Tears. Sowas in der Art. Thielsen, Thielsen, ja, genau, das war's, der Thielsen-Pass. Ja, und warum zum Teufel? Warte. Nero? Scheiße, du hast mit... Sie lebt? Sarah lebt? Dick? Okay, hör mir zu. O'Brien, er hat ihren Ausweis gefunden. Ja, Buse, ich glaube, sie lebt noch. Dick, du hast bis zuletzt gehofft. Du wusstest es. Du hast nie aufgegeben. Was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht, Buse, ich weiß es nicht, aber... Gott, wenn es nur die geringste Chance gibt, dann muss ich sie finden. Ganz richtig, Scheiße, ich muss los, Ricky und Eddie brauchen Hilfe beim Aufstellen eines Schranks oder so. Hör zu, wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Buser Ende. Ich glaube, okay, die wird richtig enttäuscht werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch lebt oder sie wird dann vor seinen Augen gekillt oder irgendwas Schlimmes passiert noch. Deacon, wo bist du? Hey, Ricky, ich muss da noch was erledigen. Und kommst du dann zurück? Nee. Ob ich zurückkomme? Was soll das heißen? Niemals. Buser hat gesagt... Oh. Buser sagte, hör zu, es gibt... Hast du mich jetzt gerade ernsthaft unterbrochen? Ich tanke. Usa sagte, hör zu, es gibt überhaupt nichts zu sagen. Man kommt nicht über den Sentient-Pass, das weißt du. Wollt ihr sein Geld haben? Ja, ja, ja. Ja, ich komme zurück. Also, wie gesagt, ich habe was zu erledigen. Dicken Ende. Sag mal, ist da gerade eine Horde? Nein, ich bin blind. Okay, alles super. Das sah gerade aus, als ob da eine Horde ist. Wow. Ich bin echt müde. Cool. Zugetragen, dass einige von euch da draußen viele Dinge, die da nicht sind. Genau den Hero, das vor kurzem meine Gruppe Überlebender niedergewählt hat. Wird der mal besser. Demselben Hero, das uns vor zwei Jahren in dieser Scheiße hängen ließ. Dann ab ins Bettchen. Diese Leute lachen. Aber ich nenne sie anders. Ich kann am Tage nicht schlafen. Verräter. Was würde ich nicht sehen? Ich versichere euch, verraten nämlich nicht auf die leichte Schulter. Hey, du! Also, wenn das ist niemand. Feinde. Hört gut zu. Hört sofort auf damit. Jetzt. Weil die sonst immer auf die schießen, deswegen hab ich mich gerade gewundert. Denn das werden wir. Und wenn wir das tun, werdet ihr bezahlen. Ich hänge euch persönlich am höchsten Baum, auf den ich finde. Und während ihr euer Leben aushaucht, vierteilen wir euch. Verfüttern euch an eure geliebten Freaks. Das ist ein Versprechen. Erstmal Copland für Radio Schöne Glaubt. Nachricht. Jacob, ich muss leider sagen, mir gefällt die Scheiße genauso wenig wie dir. Mach, was du willst. Aus dieser Gitarrist wieder? Kann ich ja so lange was trinken. Falls man jetzt was hört hier beim Gewitter. Ich höre irgendwie gar nichts. Hast du 500 GB Festplatte gefunden? Everywhere you look. Den Song kenne ich jetzt noch nicht. Wir haben ja schon ein paar gehört, aber der kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Everything you touch will never be perfect.
Ja. Passt jetzt perfekt zum Einschlafen. Everything is broken. It's broken. Now everything is broken. Please will you lie to me again? Will you tell me something fake again? Don't wanna hear the truth from you. Ja? Wie können die es wagen zu sagen, du sollst arbeiten? Nika. Soll dich nicht stören. Hast du Beute für mich? Wir sehen uns mal. Immer noch nicht fertig. Thinking you were perfect. I was a fool. Ricky hat Job. Noch einer, der immer von der Arbeit zuschaut. Ich glaube, das machen einige. Deke, wir brauchen deine Hilfe. Glaub, Ricky, hey, was gibt's? Gerade kam ein Funkspruch von Jeremy. Jeremy? Givens, der Junge, der vor ein paar Tagen ankam. Weißt du noch, seine Gruppe wurde bei Tumalo ausgelöscht. Ich habe ihn zum Sumpfdienst eingeteilt. Aber Jeremy hatte wohl andere Pläne. Okay, ja, aber ein Funkspruch? Was macht er da draußen? Er wollte sich beweisen und auf Besorgungstour gehen. Tja, ihm ging der Sprit aus bei einer Farm nordwestlich von hier. Ich hab's auf der Karte markiert. Kannst du ihn finden, bevor... Ja, bevor er da am Ende noch drauf geht. Ich sehe mich mal um. Ich höre den Typen bis hierher singen. Deacon St. John, wie geht's dir? Wie geht's dir, Bas? Auspolieren kann nie schaden. Ich krieg nachher was rein, komm vorbei. Das sagen die jedes Mal, ist immer eine Lüge. Erstmal stöbern. Was? Festplatte ist nicht von mir, aber sie funktioniert und da sind Daten drauf. Wow. Lol. Eisklar, Shadow. Oh, habe ich ja einiges abzugeben. Das war's erstmal. Reicht noch nicht, schade. Sonst hätte ich jetzt Stufe 3. Wenn du Bankdaten findest, die nehme ich. Wow, Killer, wow. Deacon, ich freue mich. Blair, wie geht's dir? Immer diese 69 Munition, ne? 69. Was sind das? Was ist das hier für eine Währung? Ich habe keine Ahnung. Yep. Hey, komm mal öfter vorbei. Machen wir 50-50. Das klingt fairer. Ich will mal das alleine haben. Camping. Ja, ja, genau. Immer diese 69. Willst du was kaufen? Story, was mache ich als nächstes? Das ist kein Leben. Fahre nach Süden, um Sarah zu finden. Schutz. Geiselrettungsjob. Ich werde so verkacken. Mache ich als erstes. Auf der Speisekarte. Okay. Das ist die andere Mission. Fahre nach Süden? Warte mal.